Servus, Morgen. Vorschlag von mir, erst mal einen Kaffee in den Kopf und langsam in die Woche starten. Passt auf bei der Hitze. Ich bin nur im Schatten und mein Stöpsel hab schon mal dabei. Man braucht viel Flüssigkeit, aber kein harter Alkohol natürlich. Also, aufpassen. Noch mal zum Fußball. Eintracht Adler, ich hatte letztes UEFA-Cup-Pokalspiel natürlich nicht vergessen, aber es wurde eh genug gerettet, deswegen mache ich das heute. Adler Bube, es war Bombenspiel, ihr wart super. Wenn auch ohne Pokal, ihr habt gekämpft und habt gezeigt, dass ihr Adler seid. Klasse. Nächste Saison weiter so, mit nach wieder dabei. Ey, was war dann im Stadion los? Wieso habt ihr dann die Helene Fischer so extrem ausgepfiffen und ausgebuht? Gell, so goldig Pöppsche, das möchte man doch nicht. Ja, die ist ein bisschen das Maskottchen von der Dortmunder. Na und? Wir sind Adler. Da sind wir großzügig. Und ehrlich, die möchte doch gut Musik. Ja, also, wenn wieder mal sowas ist, bitte ein bisschen mehr Respekt. Sowas möchte man echt nicht. Und jetzt für die Helene Fischer. Alles Gute und viel Kraft für die neue Tour. Hier aus Hesse, aus Frankfurt und besonders von der Adler. Einige von uns sind da bestimmt dabei. Helene, wenn du mir persönlich schreiben willst, ich habe hier eigentlich ein Bambi-Mail. Ja, guck mal auf der Seite. Bambi-Mail. Ich würde mich freuen, Helene. Also, jetzt habt alle noch eine schöne Woche. Und hier wieder ein Witz. Der Teufel besuchte Petrus und fragt, ob man für die Zukunft mal ein Fußballspiel planen könnt. Himmelgehische Hölle. Petrus lächelt nur und sagt, ich hab da nicht die geringste Chance. Alle gute Fußballer kommen irgendwann hier in den Himmel. Der Teufel lächelt auch und sagt, aber mir kriegen die Schiedsrichter. Also, bis nächsten Montag. Macht's gut. Tschö.